Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir ein paar Mini-Schokomuffins mit Toffifees. Als allererstes nehmen wir jetzt einen Topf, geben in den Topf Zartbitterschokolade und Margarine. Das Ganze stellen wir auf den Herd und lassen es schmelzen. Jetzt geben wir in eine Schüssel Eier, braunen Zucker und Salz. Das Ganze verrühren wir jetzt. Jetzt geben wir die noch heiße Schokoladenbuttermischung dazu. Und dann rühren wir sie unter. Jetzt geben wir noch Mehl und Backpulver und Kakaopulver dazu. Und das Ganze rühren wir dann auch unter. Jetzt nehmt ihr ein Backblech, legt das mit Backpapier aus. Dann brauchen wir diese kleinen Mini-Papierförmchen. Da füllen wir jetzt unsere Teigmasse rein. Ich mache das Einfüllen des Teiges mit Hilfe von 2 Teelöffeln. Die Backzutaten reichen für ungefähr 50 kleine Muffins. Und so kommen die kleinen Muffins jetzt bei 175 Grad ungefähr 10 Minuten in den Backofen. So sehen die Muffins jetzt nach dem Backen aus. Jetzt müssen wir, solange wie sie noch heiß sind, die Toffifees oben in die kleinen Muffins reindrücken. Und dann lasst ihr das Ganze abkühlen. Und damit haben wir dann unsere Mini-Schoko-Muffins mit Pralinen fertig. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.